Wir haben viele Mannschaften haben vieles ausprobiert. Die einen haben hoch gepresst, die anderen haben Fünferkette gespielt, tief gestanden, die einen im eigenen 16er. Ich glaube, das Allerwichtigste wird sein, dass wir unbequem sind. Ja, das wird mit ausschlaggebend sein, um einfach den Spielfluss auch zu unterbrechen. Wir müssen schauen, dass wir den Spielfluss der Bayern unterbrechen. Und dass wir dann aber auch selber ein paar Aktionen setzen. Weil auch mit so einer Aktion kann auch dann diese Prozentzahl nach oben gebracht werden. Und das müssen wir schaffen. Aber dieses Unbequeme, Sie müssen spüren von der ersten Sekunde an, dass es nicht so einfach wird hier. Wir wissen, wie furios sie vor allem auch beginnen in den Spielen. Also sie geben auch von der ersten Sekunde an Vollgas, dann müssen wir auch von der ersten Sekunde an da sein und uns dann in dieses Spiel arbeiten. Und das ist absolut das Ziel. Ja, grundsätzlich mal der Hauptpunkt ist das, was ich davor genannt habe, ja, einfach unbequem zu sein. Alles andere gehört natürlich dazu. Wir wissen, dass wir gute Freistoßschützen haben. Wir wissen, dass wir da auch jetzt schon einiges damit erreicht haben. Und das ist mit Sicherheit auch vielleicht eine der Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir dürfen uns auch jetzt nicht nur auf die Freistöße verlassen. Also so einfach ist das nicht. Ich habe ja gesagt, wir müssen schauen, dass wir dieses Spiel so lange wie möglich offen gestalten. Offen gestalten heißt, so lange wie möglich kein Tor bekommen. Ja, das muss auch, also der Defensivgedanke muss absolut auch im Vordergrund sein. Und dann müssen wir schauen, dass wir Nadelstiche setzen. Und wenn dann einer von diesen Nadelstichen so ein Freistoß ist, warum nicht?